So, kommen wir jetzt zur Aufgabe: Tanze in verschiedenen Matches, nachdem du eine Vorauslieferung geöffnet hast. Weil eben in der Aufgabe haben wir die Aufgabe gemacht mit der Boogie-Bombe. Weil es hat sich einfach angeboten. Ich hatte vier Boogie-Bomben, ich musste die Chance nutzen, weil ich davor schon zig Runden hatte, wo ich gar nichts gefunden habe. So, für die Vorräte zu öffnen und zu tanzen, gehen wir in Gruppenkeile, weil es da eigentlich am einfachsten ist. Eben die Runde, wo ich es eigentlich probiert habe, sag ich mal, da war irgendwie immer ein Gegner oder Mitspieler schneller, aber jetzt sollte es eigentlich funktionieren, hoffe ich, denke ich mal. So, dann erstmal danke an alle Abonnenten. Ich sehe es an den Klicks. Ihr seid fleißig am Klicken. Erstmal, wie gesagt, danke für den Support. Und wenn ich dir an die neuen Zuschauer jetzt, wenn ich dir helfen konnte, gerne ein Abo da lassen. Ihr wisst ja, Support ist kein Wort. Und für die alten Hasen unter euch, ihr wisst ja, Ladebildschirm ist Like-Zeit, Kommentierzeit. Und wenn du noch kein Abo hast, hau's jetzt raus. Und mit dem Gewinnspiel einfach unten in der sag schon, Videobeschreibung gucken. Da habe ich ein extra Video verlinkt, wo ich mich einmal vorstelle und auch erkläre, wie man den Code knacken kann. So, jetzt gehen wir einfach mal rein. Und eine Lösung mit den Explosionswaffen habe ich irgendwie immer noch keine gefunden. Weil gefühlt gibt es derzeit keine. Aber pures Gold habe ich auch noch nicht durchgeguckt, muss ich vielleicht da mal gucken. Und ich weiß nicht, ob der Roboter eventuell zählt. Und irgendwie Google sagt mir auch nichts. Nur solange ich da selber keine Lösung gefunden habe, werde ich natürlich auch dazu kein Video hochladen. Aber sobald ich irgendwas rausbekommen habe, werde ich euch natürlich Bescheid geben. So, geh doch mal rein jetzt. Nicht laggen, geh in die Runde rein. Ja, das sah doch schon ganz gut aus, oder? Das sind meine Bauskills. Wenn es gewollt gewesen wäre. Kappa. So, wo gehen wir denn jetzt hin? Dun. Viele sind schon raus. So, wo ist die Zone? Ne, Retool habe ich überhaupt keinen Nerv. Und ich penne da ist. Weil Explosionswaffen gibt es derzeit keine im Spiel, gefühlt. Ich sehe keinen mit einer Bazooka oder sonst irgendwas. Oder RPG. Oh, dann geh doch einfach eins weiter runter, meine Güte, ey. Immer dieses Gezanke da wegen einer dämlichen Kiste. Ich weiß nicht, kloppt ihr euch dann auch um eine Kiste oder geht ihr einfach weiter? So, hier im Automat. Nix. Einfach nix. Oh, was sind das denn hier für Waffen, ey? Ist ja gar nichts Anständiges. Jetzt schon wieder bei mir oder was? So, blau holen wir sie jetzt. So, Klugei auch mal gönnen. Zack. Na, ja, aber ich lieber die mit, ganz ehrlich. Gibt ja Explosionsmunition, da muss es eigentlich auch Waffen geben, ey. Kann nicht sein.
muss halt gleich echt mal in pures Gold gehen. Oder halt doch mal endlich in eine Robbe da reingehen. Das sage ich immer wieder, aber mach's doch nicht. So, dann bin ich schon mal gespannt, was hier passiert irgendwann. Hat uns da mal komplett zerstört. So, mal gucken, ob ich zu den Scheißvorräten komme. So, haben wir hier welche? Ja, einen, wow. Der wird safe schon weg sein, bevor ich überhaupt da bin. Gucken, ob ich den Roboter bekomme. Mal gucken, ob ich es hinkriege mit den Explosions. Ah, da haben wir auch schon einen. Bratwurst. So schnell konnte ich gar nicht schießen. So, gucken wir, was ich mit den Vorräten jetzt hinkriege. Weil selber gemacht nicht. Geguckt habe ich auch nicht, weil es eigentlich logisch die Aufgabe. Und direkt den Tanz raushauen. Also eigentlich easy. So. Aber ihr habt es jetzt gesehen. Einfach zu den Vorräten den Tanz machen. Eigentlich könnte ich jetzt aus der Gruppe rausgehen. Ich gucke trotzdem mal, ob es vielleicht geht, dass wir... Na, die Vorräte sind weg. Ob es nicht doch geht, wenn man zwei direkt aufmacht oder drei sogar. Ja. Was? Wie viel Leben hatte ich denn? Ah, ich hatte nur, ja, ich war One-Shot von dem sogar, glaube ich, noch. Vorräte, oh Gott, Vorräte sind ganz weit weg. Dann, ah, kommt er zu mir. Enden. Ich will halt einfach nur wissen, ob es zählt oder nicht. Bumm. 181 Meter. Jackpot.
So schnell bin ich dann auch wieder nicht. Vor allem Berg hochbauen ist eh Schwachsinn. Boah. Ja. Ja. Eine kleine Vorführung, was Aim ist und was kein Aim ist. Ein Gegner hat Aim, ich habe kein Aim. So, gucken, ob wir die schnell runterkriegen. Ist das hier? Mitspieler habe ich eigentlich genug um mich rum. Warte mal, welche müsste ja denn die? Und ein Schlöfnis haben. Oh, wieso Giamel? Meine Verräte. So. Jo. Dem Stick halt. Wenn man keinen sieht. Ist das ultra kacke. Da war er. Schön bodenehrlich. Aber wie gesagt, ihr habt ja jetzt gesehen, wie es geht. Einfach hingehen, öffnen, Tanz machen und schon hat man es geschafft. So, jetzt will ich es trotzdem noch mal wissen hier. Kommt hier keiner. Will keiner mein Ding hier steuern? Zählt nämlich nicht. Ich hab's mir fast schon gedacht. Ne, hat nicht gezählt. Da. Also habe ich echt ein Problem, was hier Aufgaben betrifft. Weil ich nicht kann. Ich habe sie gerade im Augenwinkel gesehen. Weil ich keine Ahnung habe, wie ich im Explosivschaden machen soll. Ich muss halt echt mal gucken, ob pures Gold funktioniert. Das ist jetzt hier die einzigste Erklärung, die ich noch hätte. Vor allem, wenn der Modus überhaupt noch drin ist. Pure Explosiv wäre natürlich beste. Perfekt angenähert. So, man echt spielen, also was heißt nicht, in Solo oder so spielen würde, würde jeder sagen, boah, was für ein geiler Typ. Oder auch nicht. Kam auf einmal ein Yeti. Auf einmal war der Yeti da.
Dann snipe ich mir wieder weg. Achtung. Ah, ich habe einen hinter mir. Nice. Nice. Mal gucken, ob ich die Vorräte bekomme. Ich kann das nämlich hier gerade mal ausprobieren. Nee. Also ihr müsst wirklich drei Runden machen. Drei Runden müsst ihr machen, ansonsten... Ich war nie mit dem Aim drauf. Und da, wo ich schießen wollte, war ich tot. Ich will auch nicht wissen, wie lost ich für andere aussehe. So, ich wollte auf der Wand landen. Zeit, ey. Ohne Worte. So, gerade mal noch was anderes. Code 5. Also die nächste Zahl wird die 5 sein. Ja, Fallschaden. Nee, ich war nicht der Letzte. So, wie gesagt, einfach, wo waren wir jetzt dran? Zu den Vorräten hin, den Tanz machen, aus der Runde rausquitten, nochmal in die Runde rein, Vorräte öffnen, tanzen und das Ganze dann nochmal und schon habt ihr die Aufgabe gemacht. Also eigentlich ganz entspannt. In dem Sinne würde ich sagen, Abo nicht vergessen, falls du schon noch keinen Star gelassen hast und haut rein. Erstmal hier wieder aus dem Menü kommen. Das war's komplett.